Hallo Elektronikfreunde, ich habe letztens hier in der Kramkiste ein sehr altes IC mal wieder gefunden, und zwar ist es hier von Siemens der UAA 180. Und zwar ist es ein altes IC, welches dazu verwendet wurde, um LEDs anzusteuern, also für eine Ausstellungsanzeige. Und ich will in diesem Video einfach mal kurz zeigen, wie man das verwenden kann oder anschließen kann. Dazu habe ich hier mal das Datenblatt aufgerufen. Man sieht hier in dieser ersten Schaltung, dass man 12 Leuchtdioden anschließen kann. Es gibt natürlich die Spannungsversorgung Pin 18 und Masse ist Pin 1. Mit Pin 2 wird die Helligkeit der Leuchtdioden eingestellt, beziehungsweise der Strom durch die Leuchtdioden. Maximal liegt der bei 10 mA, aber das kann man hier ändern durch eine Spannung an Pin 2. Dann gibt es noch drei wichtige Anschlüsse oder die wichtigsten Anschlüsse. Das ist einmal der Anschluss V-Control. Das ist eigentlich der eigentliche Steuereingang. Also hier kommt ja ein analoges Signal an. Und es gibt hier noch VREF Max und VREF Min. Diese begrenzen sozusagen oder stellen den Bereich ein, wo V-Control arbeiten soll. Dazu gibt es hier unten weiter diese Tabelle oder diese Grafik Lead Display versus Control Current. Hier ist es so, dass man sieht, dass VREF Min hier meinetwegen irgendeine Bespannung beträgt und VREF Max ist mindestens 1 Volt größer. Und wenn das V-Control sich in diesem Bereich bewegt, dann funktioniert die Anzeige hier, so wie es hier dargestellt ist, also gar keine LED an oder eben alle LEDs an. Wenn man also zunächst nicht weiß, in welchem Bereich die analoge Eingangsspannung liegt, dann sollte man das mal nachmessen, also zum Beispiel von irgendeinem Audioverstärker zum Beispiel. Dann legt man VREF Min fest und auch VREF Max, und dann kann diese Anzeige so gut funktionieren, wie es hier dargestellt ist. Würde jetzt also zum Beispiel VREF Max wesentlich größer werden, aber V-Control bleibt in dem Bereich, dann würden höhere Spannungswerte von V-Control nicht mehr weiter angezeigt werden. Wäre also sozusagen ein Verlust, oder auch andersrum, wenn also VREF Max etwas niedriger werden würde, dann würde man nicht den ganzen Bereich von V-Control abdecken können mit der Anzeige. Zum besseren Verständnis werde ich mal kurz die Schaltung jetzt zeigen, die ich hier mal aufgezeichnet habe. Hier mal eine grobe Skizze, die ich mal angefertigt habe. Also ich fange mit der Spannungsversorgung natürlich an. Pin 18, 12 Volt habe ich hier angeschlossen. Pin 1 ist Masse. Pin 17 ist jetzt hier mein analoger Eingang. Dort habe ich einen Poti angeschlossen. Und vor diesem Poti sitzt hier diese Z-Diode. Das heißt, ich kann das Poti oder beziehungsweise die Spannung an Pin 17 zwischen 0 und 5 Volt ungefähr einstellen. Und jetzt kommt ja der wichtige Punkt mit den Referenzen. Einmal Minimum, Maximum. Die minimale Referenz hier Pin 16 liegt auf 0 Volt und die maximale Pin 3 liegt hier ebenfalls auf 5,1 Volt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwischen 0 und 5 Volt einstelle, dann wird auch die Anzeige super funktionieren. Ich habe jetzt die LEDs hier nicht gezeichnet, das habe ich mir erstmal erspart, weil es ja sehr umständlich an sich ist. Dann gibt es ja noch die Einstellung für den Strom für die LEDs, beziehungsweise die Helligkeit, das ist hier Pin 2. Das habe ich hier unten mal dargestellt. Ich habe das so gemacht, ich habe dort auch ein Poti angeschlossen mit einem 10 Kiloohm Wert. Dann habe ich davor noch einen 470 Kiloohm Widerstand angeschlossen, dann an plus 12 hier noch einen kleinen Kondensator. Und ich kann jetzt also mit diesem Poti hier die Helligkeit von der Anzeige einstellen. Der Anschluss des ICs hier an die externen Bauteile ist also relativ harmlos und auch ja nicht spannend, sage ich mal. Viel spannender ist eigentlich, dass man diese ganze Sache hier kaskadieren kann. Und da habe ich auch eine kleine Übersichtszeichnung. Hier sieht man jetzt vier von diesen UAA 180. Und man sieht, der Steuereingang Pin 17 hier in dem Fall ist mit allen verbunden. Das heißt, hier bekommt jedes IC die analoge Spannung zwischen 0 und 5 Volt. Und jetzt ist es aber so, ich möchte natürlich alle 48 LEDs, die jetzt dann da dranhängen, natürlich sinnvoll ansteuern. Und deswegen habe ich die kaskadiert, also hintereinander geschaltet. Das heißt, das erste IC, dort ist VREF Min 0 Volt, also hier Masse. Und VREF Max ist sozusagen hier ein Teil von diesem Spannungsteiler, nämlich ein Viertel von der Spannung, die hier anliegt. Das sind also 5 Volt. Das heißt, hier liegen 1,25 Volt an.
Das heißt, das erste IC arbeitet zwischen 0 und 1,25 Volt. Diese 1,25 Volt liegen aber auch bei VREF Min von dem zweiten IC an. VREF Max liegt hier an Pin 3 ist es hier, an dem nächsten Widerstand, sodass dieses Bauteil, dieses IC zwischen 1,25 und 2,5 Volt arbeitet und so weiter. Das heißt, ich habe das jetzt kaskadiert. Die Referenzen sind unterschiedlich jetzt eingestellt. Ich habe eine Gesamtspannung zwischen 0,0 und 5 Volt und sodass dann nacheinander hier die Leuchtdioden je nach Spannung aufleuchten. Ich habe die Schaltung natürlich hier aufgebaut mit den 48 Leuchtdioden und will das auch natürlich mal kurz zeigen. Ich muss das hier mal rüberlegen. Ich hoffe nicht, dass da was abgeht. So sieht jetzt also hier die Schaltung aus. Ich habe 12 Volt schon angeschlossen. Man sieht jetzt hier die gelbe Verbindung hier. Das ist der generelle Steuereingang. Dann haben wir hier auf der Seite ein paar Widerstände. Dort greife ich also ab an VREF Min bzw. VREF Max. Dann habe ich auch noch Pin 2 hier angeschlossen. Das ist diese weiße Seite hier. Dort kann ich also mit dem Podi dann die Helligkeit der Leuchtdioden anschließen. Und deswegen, wenn ich jetzt mal hier, das ist Podi, um die Steuerspannung einzustellen. Die ist einstellbar, wie gesagt, zwischen 0 und 5 Volt ungefähr. Und wenn ich jetzt dran drehe, dann sieht man, die gehen also hier nacheinander an. Und das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Also sind jetzt 48 LEDs und das macht dann auch mal ein bisschen mehr Spaß als nur mit 12. Und jetzt kann ich noch einen Schraubendreher hier nehmen und mal mit dem Poti hier die Helligkeit einstellen. Man sieht, es wird etwas dunkler jetzt. Ganz ausgehen die Leuchtdioden nicht oder eben relativ hell. Das wäre also jetzt hier die Anschlussmöglichkeit für den UAA 180. Ich sehe hier, ist irgendwo ein Fehler, da muss ich gleich nochmal gucken, was da los ist. Ich habe da eben nochmal geschaut, da war nur eine Brücke lose. Jetzt geht es bei allen, also wenn ich hier nochmal drehe, wie gehabt, etwas dunkler, etwas heller und dann eben hier natürlich die entsprechende Aussteuerung 0 bis 5 Volt. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde mal hier diese 5 Volt, das ist ja meine Referenz sozusagen, ändern. Die werde ich jetzt mal auf die Versorgungsspannung legen. Und dann wird man sehen, das gesamte Display wird leider nicht ausgenutzt. Ich habe jetzt hier diese Steuerspannung oder diese Referenz hier. Das ist ja, sind ja hier diese 5 Volt gewesen, hier an diesem Punkt. Das ist also hier der rote Draht, den habe ich jetzt direkt mal an 12 Volt geklemmt. Und wenn ich jetzt hier das Poti mal hochdrehe, dann sieht man, es wird eben nicht der komplette Bereich ausgenutzt. Wenn ich jetzt wieder umstecke, in der Hoffnung, dass mir nichts wieder abfällt hier, dann wird man sehen, dass ich dann auch wieder den gesamten Bereich hier abdecke. So, die 5 Volt für den Spannungsteiler sind wieder eingestellt, sodass ich natürlich gesamtmäßig den Spannungsbereich komplett abdecken kann. Was man jetzt im Prinzip hier hat, ist ein AD-Wandler. Ich habe hier ein analoges Signal, ich habe hier ein digitales Signal mit 48 Schritten. Ich könnte also jetzt im Prinzip mal ausrechnen, ich habe jetzt so und so viel Leuchtdioden dran, müsste genau mal die Spannung nachmessen, die Referenzspannung, die liegt glaube ich bei 5,3 Volt und dann kann ich pro Leuchtdiode festlegen, wie viel Spannung ich hier eingestellt habe und letztendlich die Spannung ausrechnen, die jetzt hier anliegen würde. Ja, das war mal hier so ein kleiner Ausflug zum UAA 180. Ich hoffe, es war interessant und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.